als mein Kumpel Thomas mich vor 2 Tagen anrief und mir sagte, hör mal, ich habe in 2 Tagen einen Pitch in Düsseldorf und bin aber immer noch ultra krank. Das ganze Team ist verplant und könntest du das vielleicht für mich machen? Ich wusste, er macht sowas mit Social Dining, habe aber auch nicht so wirklich zugehört, weil ich dachte, okay, das ist jetzt nicht unbedingt das neueste Thema und habe so ein bisschen nur mitbekommen auf Facebook. Und stecke selber in meinen eigenen Projekten gerade echt nie tief drin und habe mir das gestern Abend noch zum ersten Mal angeschaut und dachte, das ist scheiße. Aus 2 Gründen. Erstmal habe ich mit euch nicht gerechnet und das eher als eine kleine Pitch vorgestellt. Das andere Ding ist, ja, wie gesagt, Social Dining ist nicht unbedingt neu, aber was die da abgerissen haben. Ich glaube, die sind eigentlich nur zu zweit und bimmeln da so ein bisschen rum. Ne? Aber weil die Zahlen waren jetzt auch nicht so wahnsinnig, dann habe ich das Ganze. Ich habe eine Stunde geschlafen, habe mir das ganze Ding durchgelesen, habe die halbe Nacht mit ihm telefoniert, den Rest der Nacht selber recherchiert. Muss dazu ganz ehrlich sagen, Essen verbindet. Ja, wissen wir alle. Und sich mit Leuten zum Essen zu treffen, ist die beste Möglichkeit, sie kennenzulernen. Auch wenn einige da noch mal am Tinder glauben. Aber das, was ich so spannend daran fand, der Lebensmittelmarkt ist der größte weltweit. Wir essen ja hier mehrfach am Tag. Außerdem, ich meine, Airbnb hat die Ferienhäuser nicht erfunden, Uber auch nicht die Taxis, aber was sie geschafft haben, ist das Ganze auf eine Plattform zu packen und da ein vernünftiges Modell daraus zu machen, was auch wirklich läuft. In dem Bereich gibt es im Moment, ich glaube, 40 Startups weltweit. Das größte ist mit 2-stelligen Millionenbetrag gefundet, sitzt in Paris. Die haben es geschafft, in 8 bis 9 Jahren in ihrer Heimatstadt 100 Angebote an den Start zu bringen im Monat. Das haben die geschafft in 6 Wochen. Die Angebotsseite ist die komplizierteste Seite. Die sind noch nicht zu zweit, die sind zu siebt. Die haben ein Granatenteam. Und ich finde es einfach Wahnsinn. Also wenn irgendwer Social Dining wirklich an den Start bringt, dann sind die das nicht. Ich habe ihn immer nur abends mal drüber reden hören. Ja, wir haben da so ein paar Investoren, mit denen wir sprechen. Und habe das aber alles so rechts liegen lassen. Ne, die haben tatsächlich 40 Anfragen für die Serie A. Die haben jetzt noch 6 bis 12 Wochen, wo sie Tests fahren mit der ESA-Seite. Und wenn das durch ist, dann sind die genau an dem Punkt, was sie bräuchten, wäre jetzt im Moment ein Business Angel, der genau dafür gut wäre, das Ganze dann auszuräumen. Danke.